Jausen, der Algorithmus bei Instagram bereitet vielen Menschen Kopfschmerzen. Die wenigsten haben ihn programmiert. Wahrscheinlich keiner von denen, die Instagram nutzen. Ich habe ihn auch nicht programmiert, aber ich habe letztens eine Kleinigkeit gehört, die mit dem Algorithmus zu tun hat. Und das will ich dir jetzt einfach mal aufs Brot schmieren. Ob das so stimmt, das musst du für dich selbst entscheiden. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, der hat ein Tool, so ein Influencer-Marketing-Tool und hat auch immer wieder so mit Instagram und dem Algorithmus da zu tun. Und der hat mich auf eine Sache hingewiesen und ich fand es total spannend. Und vielleicht bringt es was für deine Denke. Er meinte so, ey, es ist nicht gut bei Instagram, zum Beispiel zum Thema Hashtags, Hashtags zu nehmen, die nichts mit dem Bild zu tun haben. Ja, dass es logisch ist, dass es keinen Sinn macht, ist ja schon mal klar. Aber er meint, Instagram checkt, was auf Bildern drauf ist. Die haben eine Bilderkennungssoftware. Dass es so ist, kann man sich eigentlich gut erschließen, weil Instagram ja auch deine Bilder checkt und für so Sehgeschädigte auch so ein Alttext generiert, also quasi beschreibt, was auf deinem Bild drauf ist, sodass Leute, die nicht ordentlich sehen können, dann halt so einen Text vorgelesen bekommen. Auf diesem Bild ist ein Mensch mit Mütze drauf. Und Instagram checkt also deine Bilder. Und Instagram anscheinend, so wie es mir erklärt wurde, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, gleicht das auch mit dem Text unten drunter ab und dem Hashtags. Und wenn dein Bild, der Inhalt deines Bildes, nicht zu dem passt, was drunter steht, dann gehen die wahrscheinlich davon aus, dass du irgendwas im Schilde führst, um mehr Reichweite zu machen, obwohl dein Inhalt gar nichts mit dem zu tun hat, was dabei steht. Also achte auf Folgendes. Wenn du bei Instagram etwas veröffentlichst, das, was unter deinem Bild steht, ja, die Hashtags, die sollten schon zu dem Bild passen. Nicht, dass du dir selber damit schadest und Instagram sich denkt, ja, der hat jetzt ein Stück Fleisch gepostet, unten drunter ist das Hashtag vegan. Wir merken, da ist eine Diskrepanz dazwischen, das kann nicht stimmen, also spielen wir es auch keinem aus unter dem Hashtag vegan. Also merkt ihr das, bau keinen Scheiß. Achte drauf, was ist auf deinem Bild, schreib das Richtige drunter und versuch nicht irgendwie den Algorithmus zu linken. Am Schluss ist der wahrscheinlich schlauer als du. Wenn dir das Video gefallen hat, gibst du einen Daumen nach oben, abonnierst den Kanal. Jede Woche gibt es 2 Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus und bis dahin, hack the algorithm. Ja, ey, wie gesagt, ich habe das Teil nicht programmiert. Ich gebe euch nur weiter, was ich so höre. Und wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es einfach mal drunter. Vielleicht können wir gemeinsam aufklären, wie das da eigentlich alles so funktioniert. Ich bin raus. Haut das.